Wir möchten Ihnen hiermit einige Hinweise zur Arbeit im Business Management MOOC geben. Die zentrale Plattform ist Moin. Wenn Sie sich da einloggen, landen Sie in der Hauptnavigation. Wir sagen dazu das Bilderkarussell. Und die vier Module befinden sich also unter diesen vier Bildern, Grundlagen und Theorie. Das zweite Modul unter Wissensmanagement in der Organisation einführen. Das dritte Modul Methoden. Das heißt, das ist Ihr Werkzeugkasten, Ihre Toolbox an Methoden, die Sie zukünftig zur Umsetzung von Wissensmanagement-Zielen nutzen können. Und nicht zuletzt ist es das vierte Modul der Praxisbeispiele aus Verwaltung, Unternehmen und Organisationen. Sehr wichtig für die tägliche Arbeit ist der erste Abschnitt im Bereich Organisation. Da befindet sich das Curriculum mit Direktlinks zu jeder Woche von jedem Modul, dass man direkt zu seinen Lerninhalten kommen kann. Alternativ erreicht man die Lerninhalte einer Woche des Moduls über die Lektion. Das heißt, unter Lektion 2 befindet sich hier praktisch die zweite Woche des Moduls Praxisbeispiele, also des vierten Moduls. Die entsprechenden Lektionen enthalten dann die Hinweise zu den Lernmaterialien, die bearbeitet werden sollten oder die optional zur Verfügung stehen. Es befinden sich die ganzen Hinweise zu Events darunter, also Datum, Zeit, Einwahlhinweise, zum Beispiel zu Videokonferenzen, Online-Gruppenarbeiten, Experteninterviews. Sie finden dort die Aufgabenstellung der jeweiligen Woche und die Links direkt zu dem Thema ins Forum, wo dann über diese Themen gesprochen, sich ausgetauscht wird oder die Aufgaben bearbeitet wird. Alternativ zum Forum im Moin gibt es noch eine Gruppe im Sing. Die haben wir angelegt, damit diejenigen, die einen Sing-Account von Ihnen haben, die Möglichkeit haben, sich schon dort direkt zu vernetzen und dann eben entsprechend nach dem MOOC weiter vernetzt zu bleiben. Wir betreuen also beide Diskussionsplattformen parallel. Ganz wichtig ist unser Online-Lehrbuch, sagen wir dazu. Das ist eine Online-Plattform mit allen Lernmaterialien und Lerninformationen, wobei wir alle Lernmaterialien unter der Creative Commons mit Namensnennung zur Verfügung stellen. Das heißt, es sind freie Lernmaterialien, die Sie frei nutzen können. Sie können sie kopieren, Sie können sie kommerziell verwenden, Sie können sie ändern, Sie können sie in eigene Lernsysteme überführen. Und die Plattform bietet für uns auch die Möglichkeit, das Ihnen so zur Verfügung zu stellen, dass es einfach geht und vor allen Dingen auch sehr langfristig zur Verfügung steht. Das heißt, alle Lernmaterialien und Lernunterlagen finden Sie hier auf dieser Plattform. Daher führen aber aus den Lektionen direkt die Links zum jeweiligen Inhalt. Das heißt, zu Anfang ist die noch leer und füllt sich langsam bis Januar ab, bis sie dann vollständig sein sollte. Gut, das ist... Der Online-Lernen ist natürlich nicht die einzige Variante, die wirklich gut funktioniert, sondern Präsenzlernen ist meist noch effektiver als Online-Lernen. Deswegen werden wir lokale Lerngruppen unterstützen. Wenn also gerne Teilnehmer einer Region sich gerne zur Lerngruppe zusammenschließen möchten, dann publizieren wir diese Lerngruppen hier, geben die bekannt, dass sich dort möglichst viele Teilnehmer treffen. Das hat den Vorteil, Sie können zum Beispiel einmal im Monat sich untereinander austauschen, gemeinsam eine Aufgabe bearbeiten, sich miteinander vernetzen und auch nach dem MOOC dann noch nachhaltig zusammenzuarbeiten. Das heißt, diese Lerngruppen geben wir bekannt, die sich da entsprechend bilden. Ein weiterer Ansatzpunkt ist, dass wir versuchen werden, über diese Online-Medien immer verschiedene Lerntypen zu unterstützen. Also nicht mehr bloß mit bildenden Text zu arbeiten, sondern alternativ vielleicht das gleiche Thema noch als Podcast zur Verfügung zu stellen oder als Video, sodass Sie jetzt selber entscheiden können, wollen Sie diesen Inhalt lesen, hören oder sich anschauen. Ich hoffe, das sind jetzt alle Hinweise gewesen, die Sie brauchen. Falls noch Fragen sind, können Sie die gerne im Forum stellen. Und ich würde mich freuen, ja, oder wir würden uns freuen, viele von Ihnen zum MOOC im Oktober begrüßen zu können.